that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Den Jörg Höfeld, den habe ich kennengelernt bei den Dienstagsdemos vom Bündnis Herne. Dem Jörg gehen die Faschisten ganz schön auf den Sack, so wie mir. Und da habe ich ihn gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Und das machen wir jetzt hier heute. Tag, ich bin der Schorsch aus Baukau. Und jetzt in der Corona-Krise hatte ich ja viel Zeit zum Nachdenken. Da habe ich mir mal überlegt, was war eigentlich vor Corona? Und da ist mir wieder eingefallen, die besorgten Bürger und Pegida, AfD, die Wahl in Thüringen mit dem Ministerpräsidenten kenne ich nicht oder so ähnlich. Und Bernd Höcke, Faschist. Ja, musste immer Faschist dabei sagen, weil Bernd Höcke gibt ja extra ein Urteil vom Gericht. Und dann habe ich überlegt, warum wählen denn so viele den? Manche wählen ihn, weil er Faschist ist. Aber die anderen, die Beseuchten. Ja, und dann hörst du, ja, bei uns im Dorf, da kommt der Bus so selten. Gut, das Problem kenne ich. Ich habe mal in Essen-Katernberg gearbeitet. Bin ich immer mit der S-Bahn von Herne hingefahren. S2, einmal die Stunde. Musst du dir mal überlegen, Nahverkehrsmittel, S-Bahn, einmal die Stunde, schon vor Corona. Wenn du das einem aus Berlin erzählst, dann denkt der doch, du willst ihn verarschen. Jetzt hat sich aber was getan. Katernberg, da ist ja Zeche Zollverein, Kokerei, Weltkulturerbe. Also haben sie den Bahnhof umbenannt. Heißt jetzt nicht mehr Essen-Katernberg-Süd, sondern Essen Zollverein Nord. Aber die S-Bahn, die fuhr weiter einmal die Stunde und schon vor Corona. Jetzt war im letzten Herbst aber Fahrplanwechsel. Da hat sich noch was verändert. Die S2 fährt gar nicht mehr. Da fährt jetzt eine Regionalbahn, RB32. Also früher von Herne nach Essen-Katernberg Süd, S2. Heute von Herne nach Essen-Zollverein Nord, RB32. Aber die fährt auch nur einmal die Stunde und das schon vor Corona. Deswegen kann ich das verstehen mit dem Bus. Aber da ist doch noch lange kein Grund, die Faschisten zu wählen. Oder mit dem Telefonieren. Ja, sagen sie, wir haben so schlechten Empfang, kein Netz. Gut, sag ich, kann ich verstehen. Kinderproblem. Wir hatten früher gar kein Telefon. Da hat mir die Mutti manchmal 20 Pfennig gegeben, da musste ich beim Nachbarn schellen und fragen. Ortsgespräch. Dringend. Durfte ich mal telefonieren. Deswegen weiß ich, das ist nicht schön, wenn du im Funkloch wohnst. Aber da ist doch kein Grund, die Faschisten zu wählen. Oder an der Grenze. Die Wahlforscher sagen, an der Grenze, nach Polen, nach Tschechien, da wird viel AfD gewählt. Ich sag gut, das Problem kenne ich. Hier, an der Grenze nach Gelsenkirchen, da wird auch viel AfD gewählt. In Bickern, in Unser Fritz. Aber was ist das für eine Grenze? Für Auswärtige sage ich immer, Herne ist wie Gelsenkirchen, nur ohne Schalke. Und dass die Regionalbahn zweimal die Stunde nach Essen-Zollverein fährt. Aber an der Grenze. Also, das ist doch kein Grund, die Faschisten zu wählen. Jetzt ist aber auch gut, ich nehme gleich meinen Hut, hör auf zu erzählen, ich will euch nicht länger quälen. Im Herbst müsst ihr alle wählen, ich will euch nichts empfehlen. Drum halte ich jetzt meinen Mund. Bleibt alle gesund.
Und denk dran, da ist noch lange kein Grund. Bis die Tage, Glück auf! Beyond the